Dann, meine Damen und Herren, auf YouTube einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Disney Dreamlight Valley. Wir sind wieder im Dorf angekommen und heute geht es ein bisschen weiter mit unserem Freund, den Jack Skellington, den wir beim letzten Mal ja schon freigeschaltet haben. Ich möchte zu Beginn nochmal was in die Kamera zeigen. Und zwar das hier. Ich hoffe, man erkennt es. Ja. Das ist eine One Piece Eisteedose. Und das schmeckt auch geil. Ja, das wollte ich auch nochmal zeigen. Finde ich super. Liebe ich sehr. Bin zwar nicht unbedingt so der Eistee-Fan, aber das trinke ich auf jeden Fall sehr gerne. So, ihr wisst ja, wie das ist. Wir fangen erst einmal an, uns wieder ein wenig umzuziehen. Haben wir denn momentan noch irgendwelche Kostüme, die wir anziehen können, die wir noch nicht angezogen haben? Overall eines Künstlers sehe ich irgendwie nicht so. Kostüm des Steinfisches, das war hier unser, ne? Wisst schon? Unser Musiker-Outfit. Wo hast du eine so tolle Dose her? Wunderschönen guten Abend, Bethesda, erst einmal. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast einen schönen Tag. Weiß ich nicht. Die habe ich vielleicht geschenkt bekommen. So, was nehmen wir denn hier? Das ist das vom Beast. Herzenständer. Boah, das ist ein ganz ekliger Farbton irgendwie, ne? Wir können auch wieder hier unsere vollgekackte Hose anziehen. Die ist natürlich schon cozy, aber die ist mehr sowas fürs Wochenende, finde ich. Lass doch einfach mal unseren festlichen Weihnachtsanzug anziehen. Guck mal, die Schuhe passen da auch hervorragend zu. Ich schaue trotzdem nochmal ganz kurz. Haben wir noch andere Schuhe, die wir dazu anziehen können? Ich finde aber sonst die Stiefel eigentlich schon sehr, sehr passend zu. Können auch so Halbschuhe? Nee, das passt nicht so gut. Rosa Kampfstiefel. Oh Gott. Das ist sehr merkwürdig. Diese Oxford-Schuhe. Naja, die finde ich vom Farbton nicht so geil. Ich nehme einfach mal meine braunen Schnürstiefel. Ich mag die dazu irgendwie. Das finde ich ganz toll. Ha. Erinnert euch nicht, ich bin mit Dungeons laufen, aber ich höre in einem Ohr zu. Einen wunderschönen guten Abend, Besehen. Ich grüße dich auch dir einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast einen schönen Tag. So, und Lurk ist selbstverständlich auch immer legitim. Ich glaube, ich lasse das sogar einfach schon so. Ich mag das. Das sieht so ein bisschen Frottee-mäßig aus, so diese Sakko. Ja, also guckt mal, ich finde, das erinnert mich so ein bisschen an so eine Biber-Bettwäsche. Mag ich. Stelle ich mir sehr warm, aber auch ein bisschen kratzig vor. So, dann lass mal ganz kurz gucken. Ich überlege gerade, wir könnten natürlich auch verbringe Zeit mit einem albernen Standbesitzer. Wir könnten jetzt noch 15 Minuten den Los Gofilos hinter uns her schleppen. Dann hätten wir den Part quasi auch erledigt. Vergessen ist wieder im Tal. Andererseits muss ich hier erstmal ein kleines bisschen aufräumen. Das heißt, da können wir perfekt Jack mitnehmen eigentlich. Einen wunderschönen guten Tag. Lass uns mal abhängen, Jack. So, okay, er kommt mit. Das ist gut. Und meine anderen Snacks sind auch angekommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Achso, wegen meiner verschollenen glaubten Päckchen stand plötzlich vor meiner Wohnung. Yay, das ist sehr geil. Dann sind sie ja doch noch angekommen. Vor allem hier müssen wir eben einmal kurz streicheln. Sehr geil auf jeden Fall. So, hier sind noch ein paar Knochen, die können wir weggraben, aber ich mache das jetzt auch gerade tatsächlich nur, weil wir dadurch Jack etwas skillen. Ansonsten hätte ich sogar drüber nachgedacht, mal darauf zu verzichten, hier alles aufzuräumen. Aber dadurch, dass wir da Skillpunkte für bekommen, lohnt sich's vielleicht.
So, ups. Ein Loch, dann haben wir noch eine Kiste. Ein bisschen Geld, okay. Ist okay, ist okay. Ja, sonst haben wir hier gerade nichts mehr. Wie der mit uns herschleicht, sieht so ein bisschen komisch aus. Achso, wir können ja einmal das schwarze Holz wieder mitnehmen. Oh, jetzt habe ich Weißes mitgenommen. Gibt tatsächlich gar nicht so viel, ne? Okay, dann lass vielleicht doch nochmal wieder weißes Holz mitnehmen. Also trockenes Holz, so heißt es ja richtig. In der Hoffnung, dass dann wieder ein bisschen mehr von dem dunklen Holz respawnt. Okay. Da müssen wir einmal gießen. Auch das bringt Erfahrungspunkte für ihn. Lalalala. Na toll. Ah! Ich hasse das, wenn ich immer eine Pflanze vergesse. Also, nicht erwische. So. Haben wir noch irgendwas? Ah, guck mal, die Mondsteintruhe. Sehr gut. Da kriegen wir wieder 50 Pünktchen geschenkt. Dankeschön. 3420. 4800 brauchen wir für das weitere Traumbündel. Und ich glaube, dass ich das nach Jack Skellington anstoßen werde. Eventuell, das muss ich mal sehen, kann es sein, oh guck mal, da ist schon direkt wieder ein dunkles Holz, kann es sein, dass ich das weitere Traumbündel nicht direkt im Anschluss an Jack Skellington mache. Auch Wunder brauchen ihre Zeit. Natürlich. So, ein paar Blumen nehmen wir mit. Ich möchte, dass Bill glücklich ist. Das ist doch eine sehr schöne Vorstellung. Wobei ich das natürlich auch davon abhängig machen muss, wie weit wir mit unserem Sternenpfad sind. Wenn wir da natürlich noch sehr viele Aufgaben haben, dann kann man das natürlich eventuell miteinander kombinieren. Eventuell. Wir schauen einfach mal. So, das hätten wir. Und ich finde, Elsa sieht mit ihrem Kleid und ihren Bewegungen immer so ein bisschen wie so ein Geist aus. Oh nein, richtig gesehen. Ja, da ist ein Loch. Ah, warum musste ich das sehen? Oha, ist das nicht über den Zaun geflogen? Das hätte ich jetzt aber erwartet. So, hier sieht alles gut aus. Ah, fast alles. Ja, das liegt natürlich beim Zaun, aber zum Glück kann ich das von hier erreichen. Das wäre sonst ein bisschen hart scheiße gewesen. In meiner Fantasie. Donnerwetter, sieh nur, was ich hier für tolle Sachen habe. Okay, hier liegen noch Stachelbeeren. Die sind wahrscheinlich von Merlin noch, der die dann hinterher noch gedroppt hat. Als wir den beim letzten Mal mitgenommen haben. Und ich kann leider heute immer noch keine Garnelen für Vergessen angeln, denn wir spielen wieder in den Abendstunden, Freunde. Das gibt leider der Streamplan nicht anders her, aber ne, morgen können wir nochmal im Frühstücksstream ein paar Folgen nachlegen. Dann sollte das auf jeden Fall drin sein. Aber wir machen jetzt erstmal das Beste draus. Unter anderem diesen Stein hier kaputt. So. Aus die Maus. Fertig aus Feierabend. Hasta la vista. So, da haben wir so einen coolen Elvis-Anzug. Aber wir gucken erstmal, was haben wir denn hier noch so. Oh, eine schicke Jacke. Einen schönen Tag noch. Blauer Wollmantel. Ja. Ist ganz nice. Ich glaube, hier zu leben ist eine wunderbare Sache. Graue Bootcut-Jeans. Auch das nehmen wir mit. Das hier vielleicht nicht unbedingt. Schuhe sind nicht so meins, Tasche nicht. Diese Handschuhe, lange grüne fingerlose Handschuhe, die würde ich vielleicht mal mitnehmen. Und Katzen!
Katzenöhrchen! Lila Katzenohr! Natürlich nehme ich die mit. Natürlich nehme ich die mit. So, diesen Anzug hier. Mhm. Snow Jumpsuit. Ja, komm, nimm. Ich bin Vaiana von Motu Nui. Herzlichen Glückwunsch. Dann dieses Eckstück. Hallo. Einfach nur, weil wir es bisher noch nicht haben. Lampe, Mini. Bild, das haben wir alle schon. Ein Kleid. Dann haben wir noch dieses Sofa bisher noch nicht gekauft. Den haben wir schon. Oh. Hängende Pfannen. Alles, was wir halt nicht haben. Oh, das sieht auch schick aus. Aber das haben wir schon. Ich kann es kaum erwarten, alle zu treffen. Diese ekligen sozialen Menschen hier immer alle. Schlimm ist das. Alle wollen immer was mit Freunden unternehmen und sozialisieren. Widerlich. Nee, das liegt an meinem Anzug, Stitch, dass ich süß und kuschelig bin. Und hier haben wir auch unsere Nachtdornen. Einmal. So, ein bisschen Holz. Plopp, plopp. Ja, eine. Drei. Da ist vier und fünf. Ah, natürlich. Das ist zum Glück immer relativ einfach. Bringt eigentlich nicht wirklich was, aber naja. So, das war Nummer 5. Einmal Pilze. Dankeschön. Darf ich da auch hin? Sehr lieb. Vielen Dank. Wir müssen hier auch nochmal die Kürbisse gießen. Wie immer machen Löwinnen die ganze Arbeit. Dann sprich doch mal mit deinem Simba. So. 6, 7. Ein bisschen Holz. 7. Ups. Wups. 8. Kohle. Dann haben wir nochmal Pilze. Und ein Level Up für unseren Jack. Level 7 gibt ein bisschen Geld. Sehr cool. Dann Nummer 9. Und eine Nachtdorne müssen wir hier noch haben. Irgendwo. Da. 10. Sehr gut. Ich gucke nochmal zur Sicherheit nach. Event, Aufgaben. 20, jawohl. Er erntet trotzdem immer sehr merkwürdig ab. Inventar ist fast voll, jawohl. Ich mache hier unten nochmal eben. Das sollten wir unsere Ausdauer hier auf jeden Fall noch hinbekommen. Schön. Dann einmal hier. Na, zack. Es lohnt sich zum Skillen, liebe Freunde. Huh. Spawnt direkt ein neues Holz. Holz nehmen wir mit. Schön.
Das ist Hartholz. Hat eigentlich die, die Ursula hat wieder eine Tagesquest. Können wir nachher mal nachschauen. Einen Beutel mit Kleidung. Weiße rechteckige Brille. Gut. Okay, diesmal ist relativ viel hier im Hof, ne? Also im Verhältnis zu letztem Mal. Haben wir da, da hinten sind auch nochmal Pilze. Sehr viele Pilze, die hier diesmal wachsen. Dann einmal graben. Hier gibt es so viele Möglichkeiten, ein Abenteuer zu erleben. Ja, wir sind gerade mittendrin, Bell. Das Abenteuer des Aufräumens haben manche auch in seinem Kinderzimmer zu Hause. Jawohl. Okay, Ausdauer ist fast in the ass. Dann würde ich mal sagen, wir porten uns mal eben nach Hause, laden uns auf, machen die Tasche leer. Und dann haben wir ja noch drei Gebiete, die wir abklappern müssen. Norden, also Eisgebiet, den Wald und den Strand. Und dann könnten wir drüber nachdenken, ob wir mit unserem Goofy mal ein bisschen umherwandern. Einfach, um auch die Quest abzuschließen. Okay, ich guck mal eben. Kürbisse brauchen wir nicht. Chilis brauchen wir auch nicht. Soja brauchen wir nicht. Schwiebeln brauchen wir auch nicht. Mais brauchen wir nicht. Und Zucchinis brauchen wir auch nicht. Und aus irgendeinem Grund steckt das ja nicht. Das lila Springkraut. Aber auch das brauchen wir nicht. In den Quest brauchen wir Weichholz, ganz offensichtlich. So, sehr viel, was wir verkaufen können. Na, wie geht's? Verkaufen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Hä? Warum auch immer der da jetzt gerade zwischengegriffen hat, aber egal. So, diesen Baumstamm hier mache ich erstmal weg. Hab mich gerade schon gestört. Überwindung gekostet, den dann nicht sofort wegzumachen. Hier ist noch einer. Bei uns im Garten wächst kein Unrat. Und vor unserem Haus entstehen auch keine Löcher. Es gibt gewisse Dinge, da muss man Ordnung halten. So, Merlin. Ach, guck mal, bei dem wächst auch ein Baumstumpf vorm Haus. Jetzt kann er endlich wieder nach Hause. Deswegen hat er wahrscheinlich auch auf der Parkbank geschlafen. Wohin? Weil der einfach nicht mehr nach Hause gekommen ist, weil sein Hauseingang versperrt war von diesem Baumstamm. Hier ist noch einer. Warum gibt es hier generell eigentlich gerade so viel Holz? Was ist hier los? Also, wirklich übertrieben viel. So. Hier ist noch einer. Und Stein. Wir sind gleich fertig. Sag mal, hier sind doch mehr Baumstämme.
Was ist hier los? Man könnte ja meinen, ich hätte mich gestern einmal heimlich eingeloggt und sofort wieder ausgeloggt, damit die Sachen zwar alle spawnen, aber ich diese nicht wegmache. Und nein, das habe ich nicht. Falls es jetzt irgendjemand denkt. Wahrscheinlich ist der Rest, der jetzt hier ist, einfach leer. Jo, scheint so. Ich habe zumindest jetzt im Überfliegen nichts mehr gesehen. So, dann hier ein bisschen Eis, was wir mitnehmen. Ein Löchlein. Ich weiß, dass das Aufräumen nicht immer so euer Lieblingsding ist in diesem Spiel. Meins auch nicht, by the way. Aber ich liebe es, wenn es ordentlich ist. Das ist das Entscheidende. Oh, es gibt Eisenbahnen. Und weißt du was? Kohle 99. Ach, weißt du was? Ja. Warum können wir 99 Kohle kaufen, aber nur 20 Weichholz? Alles klar. Alles klar. Alles klar. Uns nichts. Mal graben. Mal Eis. Und nochmal Eis. Dann sind wir hier fertig. Sehr schön. Und wir können noch einmal runter zum Strand. So. War geil, 10 Eisenbarren, das ist schon nicht wenig. Also für uns zumindest. Bin ich sehr froh drum. Da ist nix. Halli, hallo, hallöle. Na, Mann, du kannst übrigens nach Hause wieder. Ein Eingangsbereich ist wieder freigeräumt. Ja, alles klar. Hat sich gefreut. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht sein soll, dass wir diese Löcher jetzt noch deutlicher sehen, jetzt mit dieser komischen Textur. Da ist die Gefahr kleiner, dass wir diese übersehen. Schön. Achso, nochmal wieder zumachen. So. Fische nehmen wir mit. Da ist eine Blume vertrocknet. Das geht ja gar nicht. Ich bin nicht mehr derselbe. Ich bin nicht mehr derselbe. Das ist eine Midlife-Crisis überwunden. Haben wir eigentlich hier noch irgendwo ein blaues Fischvorkommen gerade? Dann würde ich nochmal kurz probieren, ob wir nicht vielleicht doch nochmal Glück haben und eine Garnele angeln können. Oder weiß gar nicht wie. Ja, ist wahrscheinlich zu spät. Naja, wird nicht funktionieren. Ich guck nochmal eben. Wir waren ja sonst hier durch. Da hinten war nichts mehr. Ne. This is all his voice. Ich habe natürlich am Anfang nicht drauf geachtet. Da ist weiß. Weiß. Haben wir gerade nur weiße Vorkommen hier? Ah, nee, da ist blau. Gut, gut. Oh, es geht! Wir haben eine Garnele! Juhu! Ja, geil! Dann können wir ja doch die... Fange eine frische Garnele, ernte frische Tomaten von einem Feld an, dann können wir nämlich die Quest von Vergessen weitermachen. Sehr geil. 7 von 10. Pass auf.
Dann lass uns doch mal eben. Lass uns doch mal eben Goofy mitnehmen. Dann machen wir das am besten mal eben. Das sind ja so 15 Minuten. Nein, bleib stehen! Goofy! Dieser Ort hier ist so seltsam. Na, wie geht's? So, lass uns mal abhängen. So, und dann... Ich bring mal eben das Zeug weg, was ich dabei habe. Du kommst mit, ne? Ja. Oh, ich bin da... Goofy verfolgt mich! Dieser creepige Zoowärter. Wie ging das denn daher? Rennt aus wie ein Hund. Der kommt mir sogar ins Haus hinterher. Ah! Steht da in der Ecke und beobachtet mich. Verstehe sowieso nicht, warum die ganzen Charaktere immer alle in den Ecken stehen. Okay, Fische. Die meisten davon kann ich eh verkaufen. So. Ein bisschen Holz und ein bisschen Stein. Oh, dieses clevere Sortieren ist so geil. Das ist so geil. Okay. Ach so. Jetzt habe ich eine Sache vergessen, ist egal. Ich glaube, Goofy war irgendwas um die 2 Meter. Sehr groß auf jeden Fall. So. Ein bisschen Money. Ich wollte nämlich noch ganz gern die Geschenke für Jack Skellington verteilen. Ach, das stimmt, das ist ja jetzt hier so. Charaktere. So. Weißes Gänseblümchen, heißer Kakao und fehlerhaftes pixeliges Duplikat. Achso. Diese Geschenke, die es da teilweise gibt, ne? Die müssen aus dem DLC sein. Ich weiß nicht, woher die sonst stammen sollen. Also, wir wollen einen heißen Kakao machen. Der ist so bestimmt bei Nachtisch. Heißer Kakao. So, da kann er dann auch seine Finger reinstecken. So wie in dem Eis von Olaf. Das haben wir auch gemacht direkt. Sehr gut. Und ein weißes Gänseblümchen nehmen wir noch eben mit. Blumen waren, glaube ich, das erste. Jawohl. Weißes Gänseblümchen. Hier. Okay. Wir hätten uns auch einfach ein frisches pflücken können. Egal. It's egal. So, dann lass mal. Ach, juck, juck. Lass mal gucken, wo Jack ist. Wahrscheinlich wieder irgendwo hier hinten. Jo. Er geht da hinten runter. So, ich habe etwas für dich. Heißer Kakao. Pusht ihn auch nochmal ein kleines bisschen. Und ich habe was für dich. Weißes Gänseblümchen. Aha, Verzeihung. Auf mich so. Warten Weihnachtsexperimente. Außerdem, du scheinst beschäftigt zu sein. Oh. Mein Freund, du hast sicher gehört, dass ich mich einmal als Weihnachtsmann versucht habe. Leider war es ein ziemliches Desaster. Mhm. Ich habe so viele Fehler gemacht, aber ich frage mich, ob es einen grundlegenden Fehler gab. Mhm. Eine grundlegende Verwechslung. Ein Kern des ganzen Unheils.
Vielleicht hast du Weihnachten nicht wirklich verstanden. Ich glaube, du hast recht. Aber oh, wie sehr wollte ich das. Oh, wie ich es versucht habe. Meine Begierde war so groß, dass ich mir hier einredete. Ich hätte es verstanden. Ja, ich glaube, das war der Grund für meine Torheit. Heißt das, dass du deine Lektion gelernt hast? Ja, natürlich. Aber angenommen, ich hätte meine Lektion nicht gelernt. Würde dich das erschrecken? Nein, eigentlich nicht. Ich verstehe. Ich werde das bei der Gestaltung zukünftiger Schrecken für dich berücksichtigen. Ich muss los. Die Arbeit ruft. Ach ja. So, ich habe so einen verspannten Nacken. Ich nehme mich gerade mal mit. Was wollte ich denn jetzt gerade noch machen? Achso, lass doch mal eben schauen. Der Wall-E. Der möchte 100 pro auch wieder Sachen haben, die ich nicht habe. Mindestens eine, die ich nicht habe. Sonnenblume glänzt als Zitrin. Oh nein, ich kann ihm alles geben. Sonnenblume, glänzender Zitrin und Spinat. Ja, hallo. Sonnenblume, glänzender Zitrin und Spinat. Dann mache ich das schnell. Oh, wo wir gerade vom Teufel gesprochen haben, der stand direkt vor mir. Sonnenblume, glänzender Zitrin und Spinat.